Hallo und willkommen wieder beim Thema Datenbanken. Heute geht es noch einmal um die Transformation von semantischen Datenmodellen aus dem konzeptuellen Entwurf in entsprechende Relationenmodelle im logischen Entwurf. Oft finden sich nicht nur Klassen und einfache Beziehungen im semantischen Datenmodell, sondern auch erweiterte Konzepte wie die Generalisierung. Wie transformiert man generalisierte Klassen beim logischen Entwurf? Dafür gibt es verschiedene Strategien, die wir uns nun ansehen werden. Ausgangsbasis für die Transformation ist wiederum ein semantisches Datenmodell. Hier sehen wir beispielsweise den Ausschnitt des semantischen Datenmodells einer Bäckerei in Form eines UML-Klassendiagramms, bereits versehen mit gekennzeichneten Primärschlüsseln und atomaren Attributen. Die Klasse Person ist hier als Generalisierung der Klassen Teilnehmer, Mitarbeiter und Kunde modelliert. Die Generalisierung ist disjoint und incomplete. Es gibt daher keine Überschneidungen der Subklassen und es kann auch Personen geben, die nicht zu einer der Subklassen gehören. So eine Generalisierung können wir nun auf drei verschiedene Arten in ein Relationenmodell transformieren. Jede hat ihre Vor- und Nachteile. Sehen wir uns diese drei Varianten jeweils einzeln an. Die erste Variante nennt sich Ceiling. Beim Ceiling, auf Deutsch auch Zimmerdecke, wird nur ein Relationenschema für die Superklasse angelegt. Aus den Subklassen werden keine eigenen Relationenschemata abgeleitet, sondern deren Attribute werden dem Relationenschema der Superklasse hinzugefügt. Außerdem definieren wir im Relationenschema ein zusätzliches Attribut Subklasse oder Klassentyp. Über dieses Attribut können Tupel der verschiedenen Subklassen später in der Datenbank unterschieden werden. Was würde die Ceiling-Strategie nun angewandt auf unser Beispiel konkret ergeben? Die Superklasse Person und deren Attribute werden in das Relationenschema Person überführt. Das sieht dann wie gewohnt aus. Die Personen-ID wird als Primärschlüssel unterstrichen. Die Attribute aus den Subklassen Teilnehmer, Mitarbeiter und Kunde werden dem Relationenschema der Person hinzugefügt. Nun ergänzen wir das Relationenschema noch um das Attribut Personentyp. Darüber wird später unterschieden, ob die Person ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, ein Teilnehmerin oder ein Kunde ist. Das wird hier als Typ eingetragen und bildet so die Subklassen ab. Doch transformieren wir das gesamte hier gezeigte Beispiel, um zu sehen, ob und wie sich Ceiling auf das restliche Relationenmodell auswirkt. Für die M-zu-N-Beziehung der reflexiven Beziehung wirbt, wird ein eigenes Relationenschema wirbt angelegt. Die Attribute dieses Relationenschemas sind Personen-IDs von Werber und Geworbener, welche beide Fremdschlüssel auf Personen sind. Beide zusammen bilden den Primärschlüssel von wirbt. Damit wäre die rekursive Beziehung unseres Beispiels übergeleitet. Nun fehlt uns noch die Transformation der Klasse Mitarbeiterausweis in ein entsprechendes Relationenschema. Keine Hexerei, diese Klasse mit all ihren Attributen transformieren wir in das Relationenschema Mitarbeiterausweis. Bei der 1:1-Beziehung Besitz zum Mitarbeiter können wir entscheiden, auf welche Seite wir referenzieren. Das ist ja nicht festgelegt. Ergänzen wir hier beim Mitarbeiterausweis die BID vom Mitarbeiter als Fremdschlüssel. Was sind nun die Vor- und Nachteile der Ceiling-Strategie? Die Transformation ist einfach und bei Generalisierungen anwendbar, die unvollständig sein können. Das heißt in unserem Beispiel, dass es auch Personen geben kann, die weder Teilnehmer noch Mitarbeiterin oder Kundin sind. Als Nachteil haben wir bei dieser Variante der Überführung leider oft viele leere Felder in unserer Datenbank. Ein Kunde besitzt beispielsweise keine Mitarbeiternummer, keine Tätigkeit, kein Gewinnspiel und vieles mehr. Außerdem sind in der Relation nun Beziehungen möglich, die im semantischen Modell nicht modelliert waren. Jede Person kann in unserem Beispiel nun einen Mitarbeiterausweis besitzen. Oder es kann auch Kunden geben, die plötzlich eine Mitarbeiternummer besitzen. Das sind eben Nachteile, die sich durch das Transformieren in ein einzelnes Relationenschema ergeben. Es gibt, wie schon am Beginn gesagt, noch zwei weitere Varianten zur Überführung einer Generalisierung in ein Relationenmodell. Die zweite Strategie, die wir uns ansehen wollen, heißt Floor-Strategie. Auf Deutsch Fußboden. Ihr könnt euch schon vielleicht denken, warum. Dabei wird nämlich nur für die Subklassen ein Relationenschema erstellt und die Attribute der Superklasse diesen jeweils hinzugefügt. Es ist somit genau das Gegenteil der Ceiling-Strategie. Schauen wir uns auch diese Variante an unserem Beispiel an. Wir erstellen ein Relationenschema für Teilnehmer, Mitarbeiter und Kunde und fügen deren Attribute hinzu. Außerdem erhält jedes Relationenschema zusätzlich alle Attribute der Superklasse Person. Der Primärschlüssel der Superklasse, also die Personen-ID,
wird zum Primärschlüssel in allen drei Relationenschemata. Die Klasse Mitarbeiterausweis und die Assoziation Besitz werden wie üblich ins Relationenmodell überführt. Was machen wir aber mit der reflexiven Beziehung Wirbt, wenn wir in dieser Version kein Relationenschema für Person haben? Dieser müsste für jede Subklasse extra transformiert werden. Wir hätten also die Kombinationen Teilnehmer wirbt Mitarbeiter, Teilnehmer wirbt Kunde, Mitarbeiter wirbt Kunde, Mitarbeiter wirbt Teilnehmer, Kunde wirbt Teilnehmer und so weiter. Daher wäre es nicht sehr empfehlenswert, für dieses Schema die Floor-Variante zu wählen. Wann ist diese Variante daher überhaupt sinnvoll? Sie sollte nur bei vollständigen Generalisierungen verwendet werden. Das heißt, wenn es keine Überlappungen zwischen den Subklassen gibt. Instanzen nur in der Superklasse können mit dieser Strategie nicht abgebildet werden. Also in unserem Beispiel eine Person, die zu keiner Subklasse gehört, weder KundIn noch MitarbeiterIn noch TeilnehmerIn ist. Und die Superklasse sollte keine Beziehungen besitzen, da sonst alle Subklassen diese Beziehung auch abbilden müssen. Die dritte und letzte Strategie, eine Generalisierung abzubilden, nennt sich Cohesion. Bei der Cohesion, auf Deutsch Zusammenhalt, wird sowohl für die Superklasse als auch für alle Subklassen ein eigenes Relationenschema angelegt. Die Generalisierungsbeziehung wird als spezielle Form der 1-zu-1-Beziehung abgebildet. Jedes Relationenschema der Subklasse erhält einen Fremdschlüssel, der auf das Relationenschema der Superklasse verweist. Und dieser Fremdschlüssel besitzt bei dieser Transformation Schlüsseleigenschaft. Wenden wir die Cohesion-Strategie nun an unserem Beispiel an. Wir erstellen also jeweils ein eigenes Relationenschema für die Klassen Person, Teilnehmer, Mitarbeiter und Kunde und fügen die jeweiligen Attribute hinzu. Bei Person kennzeichnen wir die Personen-ID als Primärschlüssel. Die Relationenschemata von Teilnehmer, Mitarbeiter und Kunde ergänzen wir nun noch um den Fremdschlüssel Personen-ID, der auch zum Primärschlüssel dieser Relationenschemata wird. Die Relationenschemata für die Klasse Mitarbeiterausweis und die Assoziation WIRB werden wie gewohnt erstellt. Die Cohesion-Strategie lässt sich bei allen Generalisierungen anwenden und ist daher die meistgenutzte Variante. Es bleiben auch keine Felder leer. Nachteilig ist jedoch, dass die Abfragen in der Datenbank später aufwendiger sind und unter Umständen ständig Joins, das sind Verbindungen der Relationen von Super- und Subklassen, benötigt werden. Schade ist zudem bei allen Strategien, dass wir semantisch auch nicht mehr erkennen können, dass es sich um eine Vererbungsbeziehung handelt. Wir haben nun über die Möglichkeiten gesprochen, wie wir generalisierte Klassen aus semantischen Datenmodellen in Relationenmodelle überführen können. Dabei haben wir die Überleitungsstrategien Sealing, Cohesion und Floor unterschieden und deren Vor- und Nachteile kennengelernt. Welche Strategie die geeignetste ist, hängt zunächst einmal von den modellierten Eigenschaften der Generalisierung ab, denn nicht alle Strategien lassen sich immer gleich gut anwenden. Außerdem hängt es auch davon ab, welche Beziehungen die Super- und Subklassen sonst noch besitzen und welche Abfragen später häufig erwartet werden. Meine Strategie jetzt ist es jedenfalls, etwas frische Luft zu tanken. Wir sehen uns hoffentlich wieder zum Thema Datenbanken und wie es mit den abgeleiteten Relationenmodellen weitergeht.